Hallo und herzlich willkommen zurück bei Founders Fortune. EndluckyCom, genau so haben wir das letzte Mal aufgehört, genau so machen wir hier weiter. Okay, wir haben die Nadja. Die Nadja ist ja unsere begnadete Rednerin, unsere Diplomatin. Sowas brauchen wir natürlich. So, natürlich die Aufnahme läuft und natürlich juckt sofort das Näslein. Ganz klar. So. Eieiei. Fauler Tag. Nadja macht fauler Tag. Wo ist die Nadja jetzt hin? Halt. Hier langsam. Okay, wo ist sie? Da ist sie. Aber Nadja, du kannst keinen faulen Tag machen. Es tut mir leid. Du musst wenigstens kurz mit denen handeln. Es tut mir leid. Aber wir brauchen ja auch von denen was. Vorausgesetzt, die haben irgendwas dabei, die haben Fleisch und Kartoffeln dabei, Tatsache, die haben nichts. Aber auch wirklich nichts dabei, was wir brauchen können. Die haben einmal Fleisch mit. Oh, die haben Äpfel. Wir kaufen denen ihre Äpfel ab. Halt. Wie viele Münzen haben wir denn eigentlich? Wir haben 46 Münzen. Heiltränke, Bauernkleidung, Holz. Nein, wir wollen. Oder? Äpfel? Nee, wir wollen diese 10 Tomaten, die haben, Handel abschließen. Ah, dann könnten wir es nämlich so ein bisschen da durchschaffen. Und es wäre voll super, wenn du Tomaten säen könntest. Das wäre echt bombastisch. Und wir wollen natürlich einen Brunnen bauen. Vorausgesetzt, es gibt's hier irgendwo. Wo ist der Brunnen? Lagerdekoration, Landwirtschaft. Da müsste er sein und genau da ist er. Wir stellen diesen Brunnen, machen wir mal so. Ah, das sieht doch ganz hübsch aus, oder? So, ja. Ich würde sagen, wir stellen ihn dahin. Das sieht gut aus, das kann man machen. Hier wären die Apfelbäume, um die man sich natürlich auch kümmern müsste. Die Baumwollpflanzen, die Nadelbäume. Aber das mit den Heilpflanzen haben wir noch gar nicht. Ne? Nein, das haben wir noch überhaupt. Was hast du für Probleme? Was möchtest du? Du möchtest da hingehen und kannst nicht. Warum kannst du nicht? Ah. So hin. 20 Münzen. Nein, 20 Holz und 7 Münzen. Eigentlich sehe ich das nicht ein. Abgesehen davon haben wir nur noch 19 Münzen. Ja, das werden wir bereuen. Okay. Wer kommt da jetzt? Sind das wieder die hier? Hallo? Nein, diesmal kommen die und das kommen direkt. Moment. 1, 2, 3, sehe ich das richtig? 1, 2, 3, da ist natürlich schon der erste Gott wieder dabei. So, aber wir müssen. So, alle müssen hierher. So, langsam. Ich glaube nicht, dass es eine... Nein, keiner kann irgendwo hinlaufen. Das bedeutet, ich kann sie alle nur anwählen und kann sie dann hier hingehen lassen. Da müssten sie jetzt auch gleich rauskommen. Genau. Einer von denen ist da. So, ihr beiden kämpft jetzt gegen den. Warum kommst du nicht raus? Da ist eine fucking Tür dann. Okay, die haben jetzt... Ah, das ist so abartig, wie fest die... Da, wie der schon keulen kann mit seiner... seinem Steinding. Wahnsinn. 4 Mann, ne? Wahnsinn. Ja. Warum schlag da dagegen? Ja, es ist Wahnsinn, ne? Erst gegen den kann sie, genau. Das ist unglaublich. Das ist absolut unglaublich. Das sind 4 Mann.
Wenn du es genau nimmst, gegen 6. So. Und jetzt kann man eigentlich nur hoffen, dass die Ramona jetzt... Nein, natürlich nicht. Warum auch? Ja. Ja, der Gott unter den Irdischen. Seht ihn euch an. Steinkeule, mittelschwere Rüstung. Wie? Ja, wie? Frage ich mich. Ja. Christine, Bein verletzt, Christine, Ohnmacht, Kampf ausgebrochen, Lagerplatz. Ja, super. Absolut grandios. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was man da noch tun soll. Ja. Ja, die ersten fangen schon wieder an zu husten. War da nicht auch irgendjemand dabei, der so hier so zweit, ja, blutende Wunde. Super. Ja, das ist genau das, was ich dann immer meine. Ja, Uni, toll. Geh da hin, ja, kämpf nochmal mit dem, stirb. Genau, und jetzt ist er tot, weil er ihn natürlich umgebracht hat. Und das sind die Dinge, die ich halt einfach nicht verstehe. So, was merken wir uns? Wir merken uns in Zukunft. Speichern, bevor man in eine neue Aufnahme geht. Ich hoffe, wir haben einen Speicherstand, wo wir die junge Dame schon haben. Wir werden mal gucken. Hey, der mit seiner Steinkeule, ne? Unglaublich. Absolut unglaublich. Nein, 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 nein. Hier hin, hier. Komm, alle den gleichen. Ja, der dreht sich einmal um. Weg. Natürlich. Ey, das kann's nicht sein. Ja, jetzt geht der auch. Natürlich. Die hat eine Steinaxt. Ja, die hat eine Steinaxt. Ja. Oh Gott. Pause. Erstmal Ausrüstung entfernen. Die Grippebehandlung kann ich nicht. Wunde verbinden. Wunde verbinden. Geht nichts. Okay. Er Grippe. Er. Okay, passt. Dann er. Okay. Go. Natürlich. Erstmal ein Blackie auf die Seite geklatscht, ne? Boah, ich pack's nicht. Hey, sorry, bevor du jetzt... Nimm dem sein Zeug weg. Bitte. Flehe dich an. Will nicht, dass der aufwacht und ja, so. Und jetzt hier. Hier nicht, okay. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Wer hatte denn jetzt noch eine Wunde? Wie schaut's bei ihr aus? Die sich selbst, kann sie? Nein, kann sie nicht. Nadja, genau, hier. Uni passt. Okay, mach inne. Jetzt weiter. Das muss so. Gott, ich dreh durch. Unglaublich. Natürlich haben wir keine Krankheiten-Dinger mehr, ne? Auch klar. Uiuiui. Was für ein... Ja, so, Pause. Und jetzt einmal kurz durch. Dem geht's wieder. Blutende Wunde, Verband, okay, könnte auch. Okay, dann nimm den bitte und zu Bett tragen. Oh Gott, das ist so. Ah, oh, das ist so schlimm. Wirklich, wirklich schlimm. So, zu Bett tragen. Weil bei ihr geht. Wie schaut bei ihm aus? Bei ihm geht jetzt auch. Okay.
Wow. Hammermäßig. Du, dir geht's einigermaßen, okay. Wow. Also ich weiß nicht, ob ich euch das zeige, aber es waren jetzt ein paar Anläufe. Ja. Du, sie, bitte zu Bett tragen. Und du, ihn zu Bett tragen, bitte. Boah, hör auf den, bitte, bitte, hör auf damit, bitte. Trage zu Bett. Ja, lass den rennen, der interessiert überhaupt nicht. So. Krippebehandlung kann ich nicht, aber das kann sie, glaube ich, auch noch nicht, ne? Nee, kann sie auch noch nicht, verdammt. Aber bei ihm ist es wirklich nur die blöde Krippe. Okay, Ramona, bitte sei mal so gut und... Okay, wir lassen euch alle erstmal wieder raus. Bau das Ding ab. Hey. Hey, Uni, wo willst du hin? Schlafen bis gesund. Nahrungsvorrat. Nahrungsvorräte gehen zu Ende, ja. Ich hab's mitgekriegt. Ach, Ramona, danke. Hui. Tina, bau den mal auf. Christine, Bein verletzt. Oh, bitte lass die doch einfach laufen. Wen interessiert denn das jetzt? Niemanden interessiert das. Lass den rennen. Gott. Du sei doch bitte so gut und lern mal Medizin in der Hoffnung, dass wir da dem. Dass wir dieses Mal, dass wir diesen Blackie retten können. Bitte, tu das. Entschuldigung, Todesstuhl. Ah. Ach Gott, ich hoffe so sehr, dass das dieses Mal funktioniert. Funktioniert. Ach, ja, du musst eigentlich wieder aufstehen. Nadja, es hilft nichts, du musst. Hier ist was und dann geh bitte wieder an die Arbeit. Wie schaut's bei ihr aus? Alle haben Hunger. Geht nicht. Okay, super, toll. So, Tina, bitte nimm dir was Essbares. Ach Gott. Was war das für ein Ton? Ich mag diesen Ton nicht. Dieser Ton ist widerlich. Mhm. Ach, bitte die Tomaten säen. Flehe dich an. Mhm. Mhm. Was ist mit ihm? Grippe 2. Scheiße. Ja. Wahnsinn. Widerlich. Widerlich. Das ist... Ganz ehrlich, ich finde dieses Spiel so toll. Aber das sind so Momente, wo ich mir denke, ja, gut, dass es dich gibt. Ja, und wer ist es? Natürlich, Christine ist es. Christine hat keine Lust mehr, Christine ist müde. Kann bitte irgendjemand diese Arme ins Bett bringen? Nicht, oder? Nein, warum auch? Tina, kannst du Christine bitte? Nein, kannst du nicht. Okay. Hey, hervorragend. Nadja? Mhm. Auch das nicht? Okay, ja, dann bleib doch da einfach liegen. Ist doch schön. So, Tina ist jetzt Förster Level 5. Das freut uns sehr. Tina, was kannst du? Du kannst Apfelbäume pflanzen. Du kannst Metallwerkzeuge benutzen. Weißt du, was wenn du Apfelbäume pflanzen kannst? Baumwoll pflanzen. Hervorragend. Dann haben wir eigentlich alles. Sehr gut. Yep. Unglaublich. Ramona, was kannst du? Schmerzen, Boden, pessimistisch, aggressive Beziehung zu Goblins, hervorragend. Aber ich denke so vom
Nebenher soll es ihnen jetzt einigermaßen gehen, oder? Ich mache das jetzt mal so. Jetzt machen wir einmal kurz Pause und dann so her, so her, so her. Ach Gott, ich hoffe so sehr, dass das reicht. Hoffnungslosigkeit. Nichts ist hoffnungslos. Wir machen das. Wir kriegen das hin. Ja, verdammten Goblins. Wir machen die platt, wenn es ist. Ah. Hey, Wunsch erfüllt. Toll. Ja, Nahrungsvorräte gehen zu Ende. Vielleicht sollte man... Ist jetzt nur eine riskante Idee wahrscheinlich. Aber habt ihr schon mal mit Arbeiten probiert? Ich weiß, es ist eine riskante Idee, aber hey. Was haltet ihr davon? So, bei dir ist jetzt soweit, weil wenn du First dann auch noch darfst, dann tust du wieder nichts anderes. Ah. Die Tomaten säen. Die Tomaten ernten. Sehr gut. Oh, ich hasse das. Was ist jetzt? Wer ist tot? Warum? Nein. Dann ist Blackie jetzt leider gestorben. Direkt eine Folge nach seiner Benennung. Weiß wahrscheinlich niemand warum, wieso, weshalb, aber hier schaut, wir werden ihm hier einen wundervollen Grabstein. Wird schon werden. Und wenn nicht, kann ich es nicht ändern. Ich weiß nicht warum, in dem Moment, wo ich den umbenenne, hat er Grippe. Ja. Das ist auch eine Möglichkeit. Christine, ja. Hat die Christine kein Bett mehr? Christine hatte aber ein Bett, ich weiß das. Die Christine hat das Bett, wo jetzt der Uni drin liegt und der Uni hat... Ey, was ist das? Also... Boah, warte. Kannst du bitte, danke. Und kann dann irgendjemand... Bitte in Blackfinity begraben. Bitte. Hey, das ist ja unglaublich. Naja. Es wird ein neuer kommen. Traurig, aber es wird so sein. Oh, er ist am Verhungern. Sehr schön. Was ist das? Der nächste Oni, der verhungert, weil er keine rohen Äpfel frisst, oder? Da, hol dir einen scheiß Apfel, Mann. Unglaublich. Ich fass es nicht. Hey, Hammer! Tut mir leid, aber so geht's auch nicht. Ja, sie kann natürlich wieder nicht, weil... Sie hat noch eine Minute. Ja. Hey, das ist... Nee, also... Wie gesagt, gibt's so ein paar Sachen, die versteht man nicht immer. Medizin lernen, du lernst jetzt trotzdem das mit der Grippe, das ist mir jetzt egal. Außerdem bist du jetzt wieder ja vollständiger Forscher, also Christine hatte so viel? Nein, oder? Quatsch, die war doch nie vollwertiger Handwerker eigentlich, oder? Doch, nein, ja. Ich würde sagen. Okay, das ist die Tina Erdmann, das ist die Ramona. Ich persönlich glaube ja, dass der Uni den lieben Blackfinity angesteckt hat, weil dann ist er wieder alleine unter Frauen. Ja, was natürlich seine Chancen deutlich verbessert, aber ich will da jetzt nicht hetzen. Ich frag nur, dass das eine Möglichkeit wäre. Ja. Mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen. So, sie kann noch gar keine Schrift rollen, das ist natürlich super toll. Ramona macht halt auch schöne lange Pausen. Uni ist Bergarbeiter Level 4. Ah, völlig. Ja, völlig. Ja, da können wir noch gut sparen, bis der wieder was, bis wir mit ihm wieder was ausgeben dürfen. Naja. Hammer. Ich weiß übrigens nicht, ob die Folge jetzt länger ist oder kürzer als sonst. Denn ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel ich von diesen Versuchen rausschneide.
kannst du bitte, bitte, bitte ernten. Bevor du irgendwas anderes tust, flehe ich dich an. Ernte. Ramona, hier darf übrigens, bei uns darf übrigens jeder Bauer spielen, ne? Ich sag's dir nur. Während du hier. Ach so, sie kann ja auch nicht. Blon ist zu früh gestorben. Ja, ist er, aber. Ach, traurig. Traurig, aber so ist es nun mal leider manchmal. Ich finde das auch nicht gut. Haben wir jetzt eigentlich eine Forschung ausgewählt? Ja, haben wir. Architektur haben wir. Ach, Gottchen. Nahrungsmittel gehen zu Ende. Denn. Ja. Geh ernten. Mach das. Wahnsinn. Wahnsinn. Wie sieht's eigentlich hier hinten aus? Keiner macht irgendwas, oder? Nee, warum auch? Ist ja keiner Schneider, ne? Oder? Kann man nicht. Kleidungsschneider geht nicht. Nee. Weben. Werde zum Handwerker. Nein, warum sollte ich? Keine Produktion. Was? Kein Produkt festgelegt? Doch 40 Stoff. Oder? Kannst du? Nein, du kannst nicht schneidern. Fehlt Schneider. Okay. Traurig, traurig, traurig. Ich hoffe, es wird besser. Aber das sehen wir später. Deshalb wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.